Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars The Galaxy of Heroes. Ja Leute, ich bin immer noch am Vorproduzieren, aber das ist jetzt die letzte Folge, die ich vorproduziere. Morgen will ich dann noch einen Lego-Film machen. Wir haben heute 25.05., also an dem Tag, wo ich jetzt hier gerade aufnehme. Und ich habe euch ja in der Folge erzählt, dass ich jetzt eine Woche vorproduziere und ja... Mir hätte jetzt den Montag, also wenn ihr jetzt hier die Folge seht, wenn sie rauskommt, wäre heute der Montag. Genau, und ich werde dann, Spielerstufenaufstieg 27. Ich werde dann morgen Lego-Film machen und mir dann noch ein paar YouTube-Videos reinziehen und so weiter. Was ich jetzt alles so Lust habe, mache ich dann. Und dann... werde ich auf jeden Fall so 2-3 Lego-Filme noch vorproduzieren, damit ich noch was in Reserve habe. Genau, und nachdem der Vergangenheitsfilm wieder seinen Blödsinn in der Aufnahme gemacht hat, können wir dann eigentlich auch gleich beginnen. Also wir beginnen zwar schon die ganze Zeit, aber ich werde euch dann auch gleich mal erzählen, was ich hier überhaupt mache. Und das werden wir gleich tun. Und zwar... genau jetzt, weil der Ton passt ja und dann... Also, wir sind gerade im Moment dabei, unsere Leute wieder zu verbessern. In der letzten Folge haben wir ja Irgendwas haben wir in der letzten Folge gemacht. Irgend so Admiral Akbar Event. Genau, und dort werden wir jetzt dann diese Folge weitermachen, weil wir gerade frisch auf Stufe 27 aufgestiegen sind. Und wir sind halt hier gerade noch ein bisschen am Verbessern, damit wir auch hier bei dem Event nicht so schnell verkacken. Was man eigentlich jetzt nicht so sagen sollte, aber gut, ich will ja freundlich bleiben, deswegen starten wir jetzt die... Ah ne, das ist gar nicht das Admiral Akbar Event, das ist die Grundlage zum... warte mal, zum Rebellen-Event, habe ich ja die Folge genannt. Ah, okay. Okay, wir lernen jetzt hier, wie man mit denen kämpft und müssen dann gegen die anderen kämpfen und er hilft uns dabei und dann... müssen wir am Schluss selbst gegen die Leute hier kämpfen. Okay. Genau, Feuer. Feuer. Okay, das, für das, was wir uns jetzt hier gemacht haben, haben wir jetzt das bekommen. Mit der Fähigkeit können wir jetzt was blocken. Und ja. Die kann jetzt mehrere Schaden machen. Wir lenken den Angriff automatisch auf der Obi-Wan. Also der alte Ben in dem Fall. Und da die... Prinzessin Leia unsichtbar ist oder auch Leia genannt oder wie auch immer genannt, ich weiß es nie, kann die Prinzessin Leia nicht getroffen wäre, weil alles auf der Obi-Wan geht und sie zusätzlich noch unsichtbar wäre. Aber wir haben ja jetzt gewonnen und deswegen geht es jetzt direkt weiter. Und vollendet, Rang Nummer 2. Kämpfe mit Han Solo und Commander Luke Skywalker. Auf geht's! Und kämpfen! Ob ich jetzt dann noch weiter vorproduziere, das seht mir dann und deswegen. So, schnell zielen. Dann mit dem Luke soll ich den hier machen. Okay, und mit dem soll ich jetzt das hier machen. Das erhöht die Angriffschance und dann hier noch so starker Treffer. Dann nochmal schnell ziehen, es gibt Doppelangriff. Mit normalem Schlag machen wir ihm auch Schade. Okay, und der hier. Ah, okay, der tut uns nochmal schnell aufladen. Und jetzt machen wir den Blick aus. Tschüss, Imperator. Was macht denn der Typ da? Warum guckt er die ganze Zeit da oben rein? Gut, ich lasse das einfach mal drehen. Das ist alte Aufnahme, alte Regeln. Die Regel ist, dass ich alles gleich lasse, bis auf den YouTube-Rahmen, den ich wegschneide. Und dass ich das Intro rausschneide. Genau, und ich alles hier so nachvertone. So, mit diesem Ding hier können wir alle unsichtbar machen, außer denjenigen, den wir auswählen. Zusätzlich können wir sie noch unsichtbar machen. Und dazu gibt es eine höhere Angriffschance. Macht uns jetzt mal 2. Jetzt lenken wir jeden Angriff auf der Obi-Wan. Genau. So, der macht uns jetzt Schade. Die machen uns beide Schade. So, R2D2 hat offene. Jetzt können wir deine Brandschade machen und Flächeschade. Das bedeutet, die kriegen jetzt pro Runde eine Verbrennung und... jetzt haben wir den Vader besiegt, jetzt können wir ihnen die Fähigkeit blockieren. Und jetzt mit dem R2 nochmal so normaler Betäubungsschlag, der betäubt logischerweise, weil Betäubungsschlag, Elektroschock nochmal. Und jetzt können wir ihn vernichten. Ah, noch nicht? Ah doch, haben wir geschafft, durch den Flammenschade haben wir ihn jetzt besiegt. So,
Gut. Warum ich die jetzt am Anfang gelevelt habe, weiß ich auch nicht. Die brauche ich ja nicht. Ich benutze ja hier die vorgefertigte Dinger. Jetzt kämpfen wir in der Prinzessin Leia R2-D2 und mit dem Han Solo gegen das Imperium. So. Kampfanalyse, jede Chance. Alles klar. Gut, wir werden zuerst den hier hinten mal erledigen. Machen wir sie mal unsichtbar. Mit dem hier machen wir den mal Flammeschade. So. Wie ihr schon merkt, tue ich gerade so, als würde ich das gerade live machen. Das ist ja auch logisch, wenn man was nachvertun soll, dass er auch möglichst realistisch klingt, wie ich das mache. Deswegen bin ich ja auch gerade ein bisschen am schneller Rede. So, durch den Bonusangriff haben wir jetzt mal 2 erreicht und können jetzt mit der Nebelfähigkeit alle verdecken, außer der Han Solo. Das bedeutet, die Prinzessin Leia war ja eh schon verdeckt, aber jetzt wäre der R2-D2 auch noch verdeckt. So, damit erhöhen wir jetzt den Angriffschance. Jetzt wird er noch geschockt, der Vader. Zack, dann kann er jetzt nicht mehr angreifen. Dann machen wir ihm jetzt noch starker Schlag und es war das Ende von ihm. Sieg und wir bekommen. Ah ne, wer hätte 3 Sterne hätte wir ja bekommen, weil keiner ist gestorben. So, dann machen wir jetzt noch den Rang 4 und dann wäre die Folge auch schon zu Ende. Und zwar in dem Rang 4 werden wir jetzt alle Truppe benutzen. Luke Skywalker, Han Solo, Obi-Wan und so weiter. So, jetzt sollte ich mir gerade den Standard machen. Dann sollen wir jetzt den Rauchschwenk machen, alle unsichtbar machen, außer der Ding. Dann starten wir größere Angriffschance, mache Prinzessin Leia unsichtbar. Dann starten wir Angriff, damit wir mal 2 als Angriff-Bonus bekommen. Dann machen wir den hier, töte denjenigen. Dann machen wir schöner vollendeter Treffer auf der Imperator-Ziele dann nochmal schnell, bekommen nochmal einen Bonusangriff rein. Feuern jetzt nochmal Angriffsschade rein und zünden die schön an. Dann bekommen wir aber vom Vader noch ein schöner Machtschub reingedrückt. Machen wir jetzt hier schönen Schutz rein, damit alles auf der Obi-Wan geht. Dann machen wir jetzt den Imperator besiege. Dann normaler Schlag. Okay, dann stecken wir nochmal Tiefhalterfeuer rein, das aber jetzt nur mit der Konterfähigkeit geblockt wird. Jetzt müssen wir aufpassen, aber wir haben ja nochmal ein normaler Schlag rein. Dann hier nochmal schnell 7 Bonusangriff und der Vader wird sterben. So, und dann kümmern wir uns jetzt noch um den Großadmiral Thrawn. Den kennen wir natürlich aus dem Kanon aus Star Wars Rebels nur im Moment. Vorher war ja Legends und dann kannte man ihn nur, wenn man ihn kannte. So, und tschüss, Admiral. Großadmiral natürlich. So, dann hätten wir den Thrawn jetzt auch besiegt. Wir bekommen 15 4-sternige Trainingsdruide und hätten mal hier die Mission abgeschlossen. Rebellen-Grundlagen-Trainings-Event. So, wie das jetzt dann weitergeht, weiß ich nicht. Genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Und genau. Und ich glaube, die Folge ist jetzt rum. Vielleicht leveln wir auch noch. Oder machen wir das nächste Folge. Ja, ich glaube, wir leveln jetzt nochmal ein bisschen. Zack. Das Event hat uns natürlich jetzt auch ein paar Punkte gebracht, sodass wir auch hier leveln können. Was natürlich auch sinnvoll ist, dass wir leveln. Warum ich jetzt nicht gleichzeitig 2 Levels auflevel, weiß ich nicht. Vergangenheit, Philipp, kann ich einfach nur dazu sagen. Und mehr gerade im Moment nicht. Wir wären irgendwie, glaube ich, alle gleichmäßig leveln oder so. Ja. So, auf jeden Fall bin ich jetzt, glaube ich, schon als seit 2 Stunden am Video mache. Das bedeutet, das geht eigentlich noch. So, okay, ich glaube, das war's jetzt dann aber. Danke fürs Ansehen und bis bald. Möge die Macht mit euch sein und ciao.